Hallihallo Leute, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Ich habe es irgendwie geschafft, in dieser Folge den Ingame-Sound zu muten. Das heißt, wir haben keinen Ingame-Sound in dieser Folge. Ich habe nur die wichtigen Gespräche drinne gelassen und drüber gesprochen, was die so erzählt haben. Es ist schade. Also, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Es war gemutet. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ich würde sagen, let's go! Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Überlebensmodus. Und wir befinden uns wieder hier im Dorf. Ich habe das Notsignal nochmal gesucht. Und ja, jetzt müssen wir. Bis wohin kommen? Karte, ich muss den Ton noch ein bisschen lauter machen. Wir müssen kommen bis da hinten hin. Das heißt, wir müssen. Das ist ja abgeschlossen, ne? Was? Ich will den Scheiß hier Markierung entfernen, so. Sunshine Tradings Corporation. Da müssen wir jetzt hin. Aber wir sind noch nicht mal wirklich weit gekommen, muss man dazu wissen. Wieso habe ich hier noch ganz viel? Oh, keine Ahnung. Okay, ich versuche mal einfach irgendwo lang zu laufen, wo wir keinen Stress kriegen. Weil ich noch kein Bett gehabt habe. Hätte ich jetzt ein Bett gehabt, hätte ich gesagt, okay, komm, ich bin mutig. Ich ziehe das jetzt durch. Aber so. Um mich herum ist so viel Zeug. Wie soll ich dem Ganzen denn ausweichen? Kommen wir hier durch die Stadt? Da werden doch 1 Milliarde Ghule sein. Ich will nicht. Fette Fliege. Okay, die Fliege, die schnappen wir uns. Okay. Bück dich halt nicht. So, ich hoffe, die war alleine. Ich muss hier einfach irgendwie durchkommen, ohne Stress anzufangen. Wie bin ich überhaupt hergekommen? Ich bin von hier nach da gelaufen, ohne irgendwas davon zu entdecken. Es sieht so nach Ghoul aus. Ich will diesen Auftrag einfach beenden. Und mich dann Keks freuen. Dann werden wir wieder ein bisschen was erkunden müssen. Wir müssen nicht, aber habe ich Bock drauf. Lass uns erstmal hier irgendwie entkommen. Und schön wäre es, wenn wir auch irgendwie diesen automatischen Arzt wieder hätten. Der war toll. Hast du dich reingestellt und dann warst du einfach sauber. Ich glaube, hier ist gut, ne? Stimmt, hier bin ich lang gelaufen. Ich erinnere mich. Da hinten war irgendwo das Notsignal. Und hier ist alles safe. So kommen wir zum Trafficking Bootshaus. Und dann können wir eigentlich auch ein bisschen erkunden gehen. Da, hier. Hier war das Notsignal. Da habe ich alles mitgenommen. Und dann gucken wir uns auch gleich den Loot an. Ich darf nur nicht zu weit links gehen, weil da die Supermutanten sind. Ist einfach so viel hier. So viel Zeug, was mich töten will. Wie der Hunter zum Beispiel. Dem weichen wir einfach allem aus. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, diesen Weg ständig hin und her zu laufen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich dahin laufen musste, weil ich verreckt bin. In der letzten Folge habe ich auch überhaupt gar nichts geschafft, weil ich einfach ständig gestorben bin. Also eigentlich war die letzte Folge komplett für den Arsch. Wir haben zwar ein bisschen was von der Welt entdeckt und so, ne, aber behalten konnten wir nichts davon, weil ich gestorben bin. Das soll sich jetzt ändern. Waren wir hier schon mal an diesem Spielplatz? Sieht so seltsam aus. Wer baut da überhaupt einen Spielplatz ein? Machen das die Amis? Bauen die Amis ihre Spielplätze zu? Damit keiner die Kinder beobachten kann? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, das mit der Cam passt auch. Wenn die zu groß ist, Freunde, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann kann ich das jederzeit ändern. Ich dachte schon, das wäre eine Fliege gewesen. Glücklicherweise nicht.
So, die Frage ist, mit dem Zeug, was ich gefunden habe bei dem Dingenskirchens, oh, ich bin komplett geheilt. Beim Notsignal. Kann ich damit jetzt mein Rekrutierungssignal bauen? Ja, nein, vielleicht. Kreuz an. So, Energy. Ja, das muss jetzt alles erstmal laden. Ich musste das Baue in Rot wieder installieren. War das nicht hier unter Energie? Hätte ich schwören können. Ah, doch, da ist es doch. Kupfer. Oh mein Gott, mir fehlt Kupfer. Na, jetzt haben wir geschlafen. Jetzt können wir auch ein bisschen was erforschen. Jetzt traue ich mich auch wieder, weil ich da nicht mehr hinlaufen muss. Ist echt uncool gewesen. Stimmt, die verschollene Patrouille. Hör dir das Schlachtfeld an. Das haben wir uns, glaube ich, schon mal angehört, ne? Diverses, Teleport-to-Testing? Ach so, stimmt, das wollten wir auch nochmal machen. Wir haben jetzt geschlafen, ne? Please close the pit boy to travel to the testing cell. Wir haben jetzt geschlafen und gespeichert, da können wir auch mal hier hingehen und gucken, was es hier gibt. Wahrscheinlich kann man hier einfach ein paar Sachen ausprobieren. Vielleicht gibt es hier auch einen Greenscreen oder so. Wäre auch ganz cool. Easter Eggs Key? Was ist das? Bisschen was zu essen? Eine Tür, die nicht funktioniert. Leave Testing Cell. Bist du ein netter oder ein böser Hund? Wieso leuchtest du so? Da ist ein Skelettkopf drauf, lol. Pain Spike. Kann ich den mitnehmen? Ja, oh, den will ich haben. Mannequin Head. Motherfucker Jones Tributary Tin. Eine fette Todeskralle steht hier einfach. Captain Chest? Wofür ist das denn alles? Ich meine, ich habe den einen gerne mitgenommen, den kann ich irgendwo hinstellen, ne? Cujo? Okay, Cujo ist tot. Funktioniert das hier? Ist es dafür gedacht? Magnets, how do they work? Ich weiß nicht, ich glaube, ich lade doch den Spielstand. Ich weiß nicht, was das jetzt gemacht hat. Okay, 2% schlechter zu entdecken. 2% schlechter zu entdecken. Ja, ich werde auf jeden Fall das Spiel laden. Ich meine, die Figur ist zwar cool und so, aber ich weiß nicht. Und dich töte ich jetzt einfach mal. Weil ich kann. Des Kammerjägers Räderrüstung. Reduziert den durch Murlocs und Insekten verursachten Schaden. Das ist ein legendärer. Ist das alles in der Spielwelt vorhanden, frage ich mich. Das wäre cool, wenn das alles sammeln könnte. Hier komme ich zurück. Painicorn. Okay, vielleicht können wir das alles in der Spielwelt finden. Vielleicht haben sie das alles da platziert. Ach, oh, scheiße. Ernsthaft? Ach, oh, ich komme raus.
Jetzt haben wir hier noch ein paar Chips. Eine Laborstation. Okay. Kühlmittelverschluss. Ich meine, wir werden gleich eh den Spielstand laden, aber ich will nur gerne gucken. Kompakt-Sensormodul. Was hat das hier alles für einen Nutzen, frage ich mich einfach nur. Was hat er denn hier gemacht? Diesen Schlüssel. Abraham Lincoln, Fotograf. Ah, das kann man alles wahrscheinlich hier finden. Easter Egg. Granaten. Future-Architektur. Casino, Magnet, how they works, Mother, Mr. Handy, Coca-Cola. Ja, stimmt, die meisten davon haben wir gefunden. Also das kann man alles tatsächlich finden, ja? Das ist ja krass. Okay, nicht schlecht. Wasteland. Hä, Schlüssel? Okay. Er soll sich auch den Schlüssel nehmen. Ich will reingucken. Noch mehr Granaten. Postkarten. Ammunition. Konfetti Popper Tube. Hier ist verschiedenes Essen drin, was aus meiner Mod ist. Wieder essen. Black Hawk, Candy Cane. Alles können wir auch alles finden, ja? Chaosgranate. Needle! Oh, Needle gibt's hier, wie cool! Ist ja lustig. Wir lassen uns hier mal richtig spoilern, was es alles gibt. Klamotten. Ups. Blueprints. Happy Birthday Sticker Blueprint. Rezepte. Notizen. Oh, die kann ich von hier aus gar nicht angucken, ne? Magazine. Schlüssel. Und Müll anscheinend. Ja gut, dann testen wir mal die Granaten. Okay, kannst du nicht testen. Okay. Keine Ahnung, was das sonst gebracht hat. Chaos-Gasgranate. Ist einfach nur eine Smoke-Granate oder was? Eine radioaktive Granate? Wie krass ist das denn? Ah gut, komm, laden wir den Speicherstand. Alles gut, alles gut. Ich war kurz verwirrt. Oh, ich dachte schon, ich. Das sah aus wie mein alter Speicherstand, mit dem ich hier angefangen habe heute, bevor ich alles nachgeholt habe. Aber wir haben ja dann nochmal geschlafen. Nur deswegen. Okay, wir haben gesehen, es gibt hier einige neue Sachen im Spiel, die ich per Mod reingetan habe, die wir dann finden können. Das finde ich gut. Nur finden müssen wir das Ganze jetzt auch. Und unser nächstes Ziel wird sein. Achso, ich habe mir das Holoband gar nicht angehört, ne? Diverses. Schlachtfeld. Untersucht das Trainingsgelände. Das können wir ja machen, wenn wir irgendwann in der Nähe sind. Oh, jetzt komm. So, was haben wir denn hier? Aha, Munition und DSA Precision. GmbH, okay, wieder eine neue Waffe. Gucken wir uns mal die Waffe an.
151. Fast wie so eine Splittergranate, krass. Die ist sogar besser als meine Wither Arms. 308er Munition. Ach, 308. Ah, ich hab. Ach, die habe ich schon. Ach, die habe ich schon. Ach, die habe. Sehr verarscht, ich will das selber. Ja gut, dann wenn wir schon mal hier sind, können wir in diesen Bereich mal angucken. Und im Wasser ist da anscheinend noch eine Power-Rüstung. Da können wir auch gerne mal reingucken, ob wir die direkt finden. Ach, das ist das Dörfchen. Ah. Hier waren wir schon mal, bis wir dann verreckt sind. Ich erinnere mich. Covenant. Okay, Covenant, du musst aber kurz noch warten. Ich möchte nämlich hier in dieses Wasser rein und hier die Power-Rüstung rausholen. Sonst vergesse ich das nämlich. Ich sehe schon, wo die sein wird. Bei diesem Flugzeug. Und ich kann ins Wasser reingucken. Ist nur die Frage, ob wir heil da runterkommen. Oh Gott, die Radioaktivität. Da ist die Power-Rüstung. Die Animation unter Wasser, ey. Okay. Mit der Power-Rüstung kann man nicht schwimmen, man kann nur laufen. Wir sehen, wie unsere AP so langsam sinkt. So, super Sache, wir sind draußen. Und eine Power-Rüstung mehr in unserem Inventar. Sehr schön. Ich meine, ich weiß nicht, was es bringt, so viele Power-Rüstungen zu haben, aber wir können in jedem Dorf eine Power-Rüstung haben. Das heißt, wenn wir mal eine brauchen, einfach ins nächste Dorf latschen, zack, Power-Rüstung, fertig. Ich weiß, es grenzt an Cheaterei, dass ich weiß, wo die alle sind. Ach so, das ist gar nicht schnell laufen, das ist schnell laufen. Oh. Aber ich meine, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Ich weiß ja, wo die meisten Sachen sind, ne? Also. Ja. So. Aussteigen möchte ich gerne. Hier gehen wir dann später rein. Ich glaube, den Test haben wir schon mal gemacht, ne? Solange ich bestanden habe, ist alles gut. So, jetzt haben wir hier in der Nähe auch direkt einen Arzt. Das freut mich. Und wir können heute eine Ich-sterbe-nicht-Folge machen, indem wir mal hier reingehen und uns da mal ein bisschen umsehen. Yay! Covenant, ich beklaue euch. Stimmt. Ich weiß wieder. Ich bin hier reingelaufen und wollte irgendwas sammeln, was ich sammeln durfte. Aber eine Sache davon war stehlen. Und dann bin ich gestorben. Am Arsch. Das ist eine verdammte Falle, dieses ganze verdammte Dorf. Ist mir doch egal. Der ehrliche Dan erzählt uns gerade, dass er einen Auftrag hat, die Tötung einer Karawane aufzuklären und deren Überlebenden zu retten. Dafür möchte er gerne unsere Hilfe haben und wir stimmen dazu. Und jetzt müssen wir das kleine Dorf quasi untersuchen und gucken, ob wir Beweise finden. Irren ist menschlich. Optional. Such bei der zerstörten Karawane nach Hinweisen. Okay, ich möchte gerne zuerst die Quest auswählen. Und die anderen abwählen. So, vor der Stadt soll das sein, ne? Da. Die Markierung kann ich jetzt erstmal entfernen. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Hoffentlich ohne ungebetene Gäste. Ganz einen Scheiß würde ich nämlich ungern nochmal machen. Kurz umsehen, okay. Ich bin ein bisschen paranoid geworden in diesem Spiel. Ich gebe es ja zu. Hubblume. Nice. Kann alles gebrauchen.
Da ist die Karawane. Eigentlich bin ich nur wegen des Loots hier. Gebt mir alles, was ihr habt. So, das nehme ich auch. Dieser Limonade. Da war doch dieser eine Typ, mit dem er sich gerade unterhalten hat. Und er hat den ehrlichen Dan gefragt, ob er eine Limonade haben möchte. Das heißt, da gehen wir zuerst hin. Danke für den Loot. Tschüss. Der ehrliche Dan. Das heißt, der ehrliche Dan war... Nee, nicht der ehrliche Dan, der mit dem er der ehrliche Dan gesprochen hat. So ist richtig. Da wollen wir... Ich frage mich, ob man hier anders irgendwie reinkommt. Mit einem guten Sprung. So auf jeden Fall nicht. Ah, knapp, knapp. Jetzt hier den höchsten Punkt anvisieren. Okay, so kommt man nicht hoch. Hier wird es auch nichts. Ja gut, man kann sich da nicht reinbuggen. Es sei denn, man rollt da irgendwas Schweres hin vielleicht. So, wo ist denn der Herr Kollege? Ist er zu Hause? Bei dir zu Hause wächst Gras. Öffentliches Terminal. Willkommen. Von einer kurzen Rast bis hin zu einem langen Aufenthalt haben wir hier in Covenant alles, was ihr braucht. Wir liegen inmitten des Commonwealth und haben schnellen Zugang zu den besten und sichersten Handelsrouten der Umgebung. Unsere Gästezimmer sind geräumig, gut ausgestattet, haben ganz viel Rasen und unser freundlicher Mr. Handy serviert sogar kostenlos Limonade. Für große Karawanen können wir auf Anfrage zusätzliche Schlafsäcke bereitstellen. Sprecht dazu einfach mit Mr. Fritz Gerald. Wir freuen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen... Wir freuen euch. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt und freuen uns sehr, euch als unsere Gäste zu begrüßen. Geschichte von Covenant. Wir sind eine junge Gemeinschaft gleichgesinnter Individuen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Leben wieder eine Qualität zu geben, die es so lange nicht gegeben hat. Unsere geheime Zutat sind eine gemeinsame Vision, harte Arbeit und gute alte Gastfreundschaft. Seit die Mauern gebaut wurden, haben wir mehr und mehr Händler willkommen geheißen. Bei uns gibt es ein breites Angebot an Handelswaren zu unschlagbaren guten Preisen. Wenn ihr eine Ware anderswo günstiger seht, gebt uns Bescheid, dann setzen wir noch einen drauf. Um es teurer zu machen, sagt es euren Freunden weiter. Safe Test. Wir werden oft über den Safe Test befragt. Was ist das? Warum ist der notwendig? Eure und unsere Sicherheit sind unser wichtigstes Ziel. Und mit dem Safe Test können wir sie gewährleisten. Den Test haben sich einige der klügsten Köpfe der alten Welt ausgedacht, um ein detailliertes psychologisches Profil der Teilnehmer zu erhalten. Die Teilnehmer scheitern aus den verschiedensten Gründen an diesem Test. Asoziale Neigung, Obszönität oder und geistige Gesundheit. Um nur ein paar zu nennen. Oft wäre alles bestens, wenn wir sie reinließen, aber wir achten sehr genau darauf, dass nur gute, qualifizierte Leute in den Genuss von Covenant kommen, so wie ihr. Denkt daran, es ist alles nur zu eurem Schutz. Ganz ehrlich, ich habe die krassesten Antworten genommen, die ich gefunden habe, weißt du, und wurde ich reingelassen. Super toll. Der Railroad anschließen. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Somit haben wir auch schon mal das erste Zeichen der Railroad gefunden, ne? Auch wenn wir irgendwie keinen... Ach, das ist eine Tür. Keinen Auftrag dafür bekommen haben. Okay, wir müssen immer noch diesen Typen finden, der da rumsaß. Aber es bringt mich nicht weiter. Safe-Bericht.
Wir sollten mal kurz eine Runde schlafen. So, kurz mal gespeichert. Okay, niemand drin, ja. Safe-Bericht. Safe-Bericht. V11.3. Fehlerquote 28%, Delta minus 1, Prozent. Benötigt mehr Datenproben. Anonyme Reisende 2. Ein Fehler protokolliert. Slog-Gule 5. Ein Fehler auf jeden Fall falsch positiv. Stockholm-Karawane 5. Das sind die Personen, ne? Zwei Fehler. Gelöst. RR oder Inst? Mrs. Timms. Keine Fehler. Finch Farm, keine Fehler. Langfristige Abmachung. Boyd. Ein Fehler. Protokolliert. Ehrlicher Dan. Null Fehler. Was soll mir. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ist auch nichts drin. Boston Bagel. Süßkuchen. Ich könnte ihm den Süßkuchen klauen. Findet er bestimmt nicht so cool. Ah, knacken kann ich das leider nicht. Wo ist der andere Typ hin? Und wieso kann ich hier nicht rein? Ah, jetzt kann ich hier rein. Ich bin einfach so reingekommen. Eine Erinnerung, Covenant ist ein sicherer Ort. Was auch immer euch Schlimmes in der Vergangenheit widerfahren ist, hier gibt es so etwas nicht. Aber wir alle haben eine Aufgabe. Die Mundpropaganda muss sich verbreiten, damit schließlich jede Woche Dutzende herkommen. Also einige Richtlinien. Seid freundlich, aber nicht so sehr, dass Besucher sich unwohl fühlen. Nutzt jede Gelegenheit, Besucher dazu zu ermuntern, Freunde mitzubringen. Redet niemals über Sünds. Redet niemals über das Institut. Sind das alles Synths? Ja, gleich. Ich bin gleich fertig, ja. Ach. Hier ist ein Hintertürchen. Wieso hat er so viele Türen hier? Oh, er hat die Waffe gezogen. Oh. Was du nicht sagst. Was zur Hölle treibst du da? Okay, wir schlafen nochmal eine Stunde und hoffen, dass er dann weg ist. Weil wir müssen hier auf das Terminal zugreifen, ohne dass es jemand sieht. Du fühlst dich krank, Schwäche. Jetzt guckt er auch noch auf das Terminal. Ja, dann gehen wir kurz zum Arzt und heilen uns. Mann! Ja! Euer Scheißbett hat mich krank gemacht. Weißt du? Freundliche Stadt, ho, 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 und dann wirst du krank. Nein. Ich sterbe hier drinnen wahrscheinlich. An euren verdreckten Betten. Okay, haben wir es jetzt? Okay. Wir haben das Passwort, ne? Personalakten. Fritz Gerald B. Bedenken keine. Notiz. Mr. Fritz Gerald nimmt unsere Mission genauso ernst wie ich, wenn er doch nur etwas wegen seiner Frau unternehmen könnte. Seine Frau ist doch auch nett. Bedenken hat die Sins als unerwünscht bezeichnet. Auseinandersetzung mit M. Billy. Häufig negative Bemerkungen über andere Mitarbeiter und andere Orte im Commonwealth, besonders Diamond City. Ernste Maßregelungen, weil sie einen Händler vor dem Institut und dessen Methoden gewarnt hat. Wenn Mrs. Fritz Gerald nicht sonderlich effektiv in ihrer Rolle wäre, würde ich sie wieder zum Lager zurückschicken, aber sie ist mit Mr. Fritz Gerald verheiratet, weshalb ihr permanenter Aufenthalt hier erforderlich ist.
Wir können nichts anderes tun, als regelmäßig unsere Missionen und deren Parameter Nachdruck zu verleihen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr das Geschäft mehr am Herzen liegt als unsere Ziele. Ist auch nicht schlimm. Handley. Bedenken. Besitz von Schmuggelware in 3 Fällen. Allgemein asoziales Verhalten hat dazu geführt, dass Besucher sich unwohl fühlen. Notiz. Handley ist neu in Covenant. Und wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, wird schnell klar, warum er so schreckhaft ist. Hoffentlich kann die Gemeinschaft ihm mit der Zeit ein Gefühl von Sicherheit geben. Wenn er unsere Besucher allerdings weiterhin so beunruhigt, muss er vielleicht versetzt werden. Handley, wir müssen Handley finden. Das Gute ist, dass seine Zurückgezogenheit ihn wie dafür geschaffen macht, Nachrichten zum Lager zu bringen, und wenn Händler in der Stadt sind, bleibt seine Abwesenheit nahezu unbemerkt. MC Govern. Bedenken, Besuchern fallen ihre Nervosität und Anspannung auf. Sie ist sehr mitfühlend. Könnte das ein Problem werden? Notiz. Nachdem ich ihr meine Bedenken schilderte, lenkte Mrs. McGovern tatsächlich ein. Es gehört zu unserem Job, uns so natürlich wie möglich zu geben. Und wenn überhaupt, übertreibt sie es. Ich hoffe wirklich, dass sie sich erholt, statt nur etwas vorzugeben. Aber selbst wenn sie nur etwas vorgibt, ist sie für uns absolut unverzichtbar. Montgomery. Bedenken keine. Ich habe keine besonderen Bedenken, was Dr. Montgomery angeht. Wenn ich sie mir jetzt ansehe, würde ich nie im Leben drauf kommen, was sie alles durchgemacht hat. Das einzige Problem ist, dass sie zurückgezogen ist und sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Aber ich glaube, sie wollte auf keinen Fall hierher versetzt werden, sondern lieber an der Hauptmission teilnehmen. Dann sind das doch alles Sins, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Doch bevor sie hier war, hatten unsere Besucher sich hauptsächlich darüber beschwert, wie schlecht die medizinische Versorgung sei. Wir brauchen hier also dringend einen Arzt, und zu ihrem Pech ist sie die einzige mit dieser Qualifikation, die ein geeignetes Temperament besitzt. Swenson. Keine Bedenken. Swenson ist verschwiegen. Er arbeitet direkt für das Lager und verwaltet den Test. Und ich habe keine Ahnung, wer er war oder wie ich ihm helfen kann. Er hält sich strikt aus der Gemeinschaft heraus. Ob das an seinen Befehlen oder an seinem Wesen liegt, kann ich nicht sagen. Fischer berichtet Wurf. Sprich mit dem ehrlichen Dan für das Covenant-Lager. Mr. Huntley hat den Weg zum Lager 5-mal abgebrochen, weil sich ein Fischer, Name unbekannt, am Weihen von Mystic Pines niedergelassen hat. Mr. Huntley sagt, das neue Lieblingsfischrevier des Mannes liegt direkt über dem Lagereingang. Das Stockholm-Rettungsteam wurde beinahe von ihm entdeckt. Ich empfehle Auslöschung? Das heißt, jeder, der irgendwie an die Wahrheit herankommt, dass das Sünden sind, werden abgemurkst? Läufst du hin? Und dieser Typ möchte uns jetzt davon überzeugen, unsere Untersuchung nicht weiter anzuregen und uns 100 Kronkorken dafür zu geben. 100, das ist ja so gut wie gar nichts. So, wir haben natürlich nicht zugestimmt und gehen jetzt zum ehrlichen Dan. Der ehrliche Dan freut sich darüber, dass wir herausgefunden haben, wo die Überlebenden sind, und er wird uns da antreffen. Du weißt doch gar nicht, wo es ist. Aber Hauptsache, wir treffen uns da. So, jetzt kann ich auch hingehen. Zum Glück bin ich nicht krank geworden. So, wo ist der Kram jetzt? Auf der anderen Seite. Wir lassen die Powerrüstung einfach hier, weil hier wird ja sowieso noch ein Dorf entstehen. Zum Glück ist das schon ein ziemlich fertiges. Es wäre so einfach, darüber zu schwimmen. Aber die Radioaktivität, darauf habe ich keinen Bock. Wir laufen einmal rum. Müssen auf jeden Fall aber aufpassen. Wer weiß, was hier noch rumlungert. Da oben stehen Häuser. War ich da schon? Nein. Aber bei der Mülldeponie war ich hier. Mystic Pines.
Moment, Mystic Pines, das ist doch mein Wohnort. Oder nicht? Ist das nicht meine Behausung? Nee, Traffic im Bootshaus war das. Ja, Mystic Pines kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher. Das Einzige, was ich mir. Siedlungssignal gefunden. Welcher Nähe bin ich denn? Ach so. Was wollte ich gerade sagen? Ich hab's vergessen. Ah, genau, das sind doch bestimmt jetzt alles voller Sünds. Kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, das ist einfach nur von der Railroad ein arrangiertes, eine arrangierte Gemeinde, wo die Sünds, sich aufhalten können und wie echte Menschen leben können. Fischer. Hallo, Mr. Fischer. Such dir eine eigene Angelstelle. Na los, tu's doch. Ich habe mich um die Probleme gekümmert. Aber Headshot hat er nicht kassiert, ne? Was für ein Penner. Da ist er mir ausgewichen. Er ist eigentlich ein Pro. Der dachte sich, ich schütze meinen Kopf, aber den Rest lasse ich einfach so. Ach nee. Was du nicht sagst. Verstecken sie hier bestimmt nicht umsonst. War ich hier nicht? Ich glaube, ich war hier, ne? Hallo. Ich will antworten, keine Gewalt. Wer bist du? Karma. Okay. Ihr wollt Stress, ja? Oh mein Gott. Hilfe! Ehrlicher Dan? Hilfe? Also gut, das Problem gerade war, dass ich meine Waffe nicht gezogen habe und somit konnte ich nicht anvisieren. Ich kann meine Waffe nicht ziehen. Ach, okay, jetzt. Oh Gott! Er hat mir ins Kopf, in den Kopf geschossen. Einfach so! Warum? Wo sind meine Körperteile? Sind sie jetzt alle weg? Okay. Oh, bitte, bitte, bitte. Der hat eine Schrotflinte. Töte ihn denn! Töte ihn, bevor er mich tötet. Ich regel das schon. Blight, hi. Okay, der hat erstmal 50 Mal auf mich geschossen, geil. Lagerschlüssel. Nehme ich alles mit.
Dan, gib mir Rückendeckung, verdammt. Rückendeckung. Ich muss doch erstmal die Leichen plündern. Ach, hier ist überhaupt keiner gestorben, die sind einfach alle weggelaufen. Nehmen wir mal die Eklan Koch wegen Schalldämpfer. Hallo? Wie geht's? Du hast schon mal die Bekanntschaft mit meiner Eklan Koch gemacht. Ich weiß nicht, aber da sehe ich schon mal ein Holoband. Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Objekts? Fluktuieren etwas, aber noch... Wer seid ihr? Was... Scheiße! Oh, mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das der Safe Test? Beantworte die Frage. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Warum sind die da so versessen auf diesen Safe-Test? Ist das so was Besonderes für sie? Huch! Weil ich sneaky bin. Niemand wird mich kommen sehen. Nur im Auge des Todes. Ich weiß nicht, was... Achso, weil ich hier nicht rüberkomme. Mit einem gut gezielten Sprung vielleicht? Ein fucking Headshot. Ja, gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Woche. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Was ein Kack.